Herzlich willkommen bei Kolken will's wissen. Nach einer kurzen Urlaubspause bin ich wieder da und freue mich heute, Jasmin Schwiers hier bei mir im Studio zu haben. Und für die, die es noch nicht wissen, wir kennen uns ziemlich gut. Jasmin Schwiers ist Schauspielerin. Und ich kenne sie, seit sie 12 ist. Das sagt jetzt über unser beider Alter schon etwas aus. Das wollen wir aber nicht vertiefen, sondern wir wollen über harte Fakten und Inhalte sprechen. Und zwar einmal über natürlich unsere gemeinsame Geschichte, die, wen wird's wundern, kreativ ist, kulturell ist, aber auch über das soziale Engagement von Jasmin Schwiers. Dazu kommen wir, denke ich, im zweiten Teil, wenn wir unsere gemeinsame Geschichte hier offengelegt haben und werden das veröffentlichen, wo Jasmin Schwiers sich außerhalb der Bleiberger Fabrik, wo sie auch Vorstandsmitglied ist, engagiert. Jasmin, du hast, ich habe noch mal ein bisschen gelesen, echt früh angefangen, als Schauspielerin erfolgreich zu werden. Das ist schon lange her, 2010, glaube ich, oder? Nee, noch länger. So, wann hast du angefangen? Wann hast du dein wesentlich länger. Erste Mal vor der Kamera gestanden? Ich habe ja hier deine Liste der Filme, die du gemacht hast. Und genau, 1997 geht's los. Und dann gibt's hier eine Filmografie, die ist unendlich lang. Das hat mich wirklich nochmal so richtig beeindruckt. Wie hast du damals angefangen als Schauspielerin? Ja, tatsächlich war die Werkwoche in der Bleiberger Fabrik meine kreative Wiege. Ich habe mich da ganz früh schon irgendwie ausprobieren dürfen, mit Ton, mit Speckstein, mit allen Materialien gebastelt und bin dann irgendwann relativ zielsicher zum Theaterkurs gekommen. Und ja, durfte mich auch da irgendwie ausleben und habe festgestellt, das macht mir super viel Spaß. Und wie es ja immer ist, das, was einem Spaß macht, das macht man wohl auch ganz gut. Und dann war in der Werkwoche, das ist das Ferienlager, was die Bleiberger Fabrik organisiert für Jugendliche. Und da war ein Betreuer, der hatte wiederum in Ludwigsburg an der Hochschule, an der Filmhochschule Drehbuch studiert. Und der brauchte eine Kinderdarstellerin für seinen Diplom-Abschlussfilm. Und so kam das, dass ich überhaupt das erste Mal mit der Kamera in Berührung kam. Und der hat mich dann wiederum auch ein paar Jahre später für seinen ersten richtigen Fernsehfilm, den er dann als Debüt im dritten auch machen durfte, hat er mich dann auch wiederum für eine professionelle Produktion in einer Rolle vorgeschlagen. Und so kam das, dass ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde zur Schauspielerei eigentlich kam. Also gar nicht so wahnsinnig zielgerichtet, ich will jetzt hier eine Agentur, sondern das hat sich irgendwie so durch Werkwoche, den Martin Ritzenhoff, das ist besagter Betreuer, ergeben. Und wie bist du dabei geblieben? Also es ist ja der Traum, Schauspielerin zu werden, Model zu werden, haben ja viele junge Mädchen, aber das gelingt ja nur einem Bruchteil. Und du hast gesagt, das, was einem Spaß macht, das trägt einen auch. Aber das ist ja mehr. Auch diese professionelle Karriere besteht ja nicht nur aus Spaß. Was sind für dich so die drei Faktoren, wo du sagst, das sind die Dinge, die dazu beigetragen haben, dass ich wirklich über Jahrzehnte jetzt in diesem Business sehr erfolgreich bin, einen Film nach dem anderen raushaue und ja davon auch wirklich leben kann, gut leben kann, Familie gründen kann? Was sind die drei Erfolgsfaktoren dafür? Also ich glaube natürlich Leidenschaft, wie in jedem Beruf, muss man das, was man macht, mit Leidenschaft tun. Man muss bereit sein, sehr viel zu öffnen, man muss mutig sein, sehr viel investieren auf jeden Fall. Dann glaube ich, ist der zweite Faktor trotzdem auch eine Form von Integrität. Also dadurch, dass das ein Beruf ist, der sehr viel im Außen stattfindet. Du läufst im Fernsehen, du läufst über rote Teppiche, du bist irgendwie, wirst nach äußeren Kriterien beurteilt, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das Innen nicht zu vergessen und das nicht aus den Augen zu verlieren, dass man sich auf seine Wurzeln besinnt und auf das, was wirklich wichtig ist. Das ist nämlich alles nicht im Außen und alles nicht auf roten Teppichen zu finden. Und ich glaube, ja, der dritte Faktor ist tatsächlich aber auch Glück. Also bei aller Leidenschaft und
allem Talent, was man da vielleicht mitbringt, war es bei mir tatsächlich auch wirklich dadurch, dass ich da so reingerutscht bin und sehr früh angefangen habe, hatte ich natürlich auch sehr früh was vorzuweisen. Ich bin sehr früh in eine Agenturenstruktur reingekommen, weil ich eben auch schon Bewerbungsmaterial dann hatte. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Branche, wo es eben viel um Bekanntheit geht und was hat man schon gemacht und in welcher Agentur ist man. Es ist schon auch ein Prestige-Haifischbecken. War das auch für mich totales Glück, dass ich so früh angefangen habe. Weil dadurch konnte ich was aufbauen, während andere noch zur Schule gegangen sind. Die habe ich natürlich nebenbei auch noch gemacht, aber ja, das war auch ganz viel Glück. Ja, das ist so ein bisschen, denke ich auch, das sind auch Erfolgsfaktoren für eine Oberbürgermeisterin. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Was hat meine Entscheidung bei dir ausgelöst, als ich erzählte, ich will Oberbürgermeisterin von Aachen werden? Und zwar, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, wie du das sagst, mit großer Leidenschaft für diese Stadt, für die Themen, die gerade brennen, für die Herausforderungen, die wir haben, Klimakrise zu bewältigen. Das braucht wirklich Leidenschaft und voller Einsatz, aber auch Integrität, das heißt eine Haltung, eine klare innere Fokussierung auch auf das, was wichtig ist. Von daher ist es eine gute Überleitung. Was hat das bei dir ausgelöst? Und was glaubst du, bringe ich denn mit für dieses Amt? Also ganz ehrlich, als ich das erste Mal erfahren habe, dass du kandidieren wirst, muss ich sehr, sehr egoistisch sagen, habe ich gedacht, oh nein, dann geht uns die Sibylle ja verloren. Man muss dazu sagen, dass wir beide ja zusammen eine Vorstandstätigkeit ausüben, beziehungsweise ich im Vorstand bin von einem Verein, den du als Steuerfrau durch schwierige und lange Zeiten gesegelt hast. Und da habe ich erstmal ehrlich gesagt schlucken müssen, weil ich dachte, oh Mann, wer soll denn da kommen, der diese Frau ersetzt? Aber im nächsten Schritt habe ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, wenn unser relativ überschaubarer Laden, den du so gut im Griff hast, so gewachsen ist unter deiner Fuchtel, sage ich jetzt mal so salopp, dann wird das in einer Stadt wie Aachen sich ja auch nur gut tun, weil du wahnsinnig organisiert bist, wahnsinnig integer bist, wahnsinnig engagiert und selbst wenn wir mit unserem Verein mal durch schwierige Zeiten segeln mussten, ich hatte immer das Gefühl, du hast alles im Griff. Also du kannst mit so vielen Bällen jonglieren und hast so viele Qualitäten an so vielen Stellen und das sage ich wirklich ganz, ganz, ganz von Herzen. Wenn Aachen sich für dich entscheidet, dann haben die alle echt riesengroßes Glück. Also meine Stimme hättest du, wenn ich in Aachen das Wahlrecht hätte. Aber sowas von. Gut, aber vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen auf diese Weise überzeugen. Das wäre jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort, wo wir sagen können, wählen Sie jetzt die Richtige. Aber ich habe dich ja zum Podcast nicht nur eingeladen, um zu lobhudeln oder über unsere gemeinsamen Erfahrungen zu berichten, was uns zusammenschweißt, sondern vor allem auch, weil ich dein Engagement im sozialen Bereich auch sehr schätze. Und gerade das Thema, was du dir ausgewählt hast, ist auch ein Thema, was nicht bei allen Menschen oben auf der Agenda steht. Und das ist den Ball, den ich jetzt gerne auch zurückspiele, um das Thema Kinderhospizarbeit. Du bist Botschafterin der Kinderhospizbewegung. Nochmal hier an der Stelle auch bekannter zu machen, darüber zu sprechen, was die Kinderhospizarbeit ausmacht und vor allem auch dich erstmal zu fragen. Ich meine, wir haben gehört, du bist in der Bleiberger Fabrik als Vorstandsmitglied dabei. Du bist auch aktiv dort in den Werkwochen, manchmal bei den Familienwerkwochen. Warum hast du dich obendrauf neben einem Fulltime-Job als Schauspielerin, Mutter, Freundin, was weiß ich nicht alles, auch noch entschieden, Botschafterin des Kinderhospizvereins zu werden? Ja, das ist auch tatsächlich ein Ehrenamt, was ich schon jetzt über 10 Jahre mache. Also da hatte ich noch keine Kinder, als ich das angefangen habe. Und Ehrenamt ist grundsätzlich was, was immer mein Leben begleitet hat. Also in den Werkwochen in der Bleiberger hatte ich ja wirklich über Jahre hinweg
teilweise 12 Wochen im Jahr Ehrenamt quasi ausgeführt. Und das war immer ein großer Teil meines Lebens. Und als dann der Kinderhospizverein auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich Öffentlichkeitsarbeit für sie machen könnte, da war das für mich völlig klar, dass das was ist, was ich wahnsinnig gerne noch zusätzlich unterstütze, sozusagen. Man muss aber auch erklären, dass ich nicht aktiv im Verein bin im Sinne von eine Familie unterstützen, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind hat. Also ich bin tatsächlich Botschafterin nach außen und versuche den Verein zu vertreten. Sobald ich in eine Fernsehsendung komme, quatsche ich sofort über das Thema, weil das eben, wie du eingangs schon sagtest, wirklich sehr schwierig ist, für diese so wichtige Arbeit auch eine Lobby zu finden, weil die Leute haben Berührungsängste mit dem Thema, die sind direkt befangen, Tod und Sterben ist in unserer Gesellschaft sowieso ein großes Tabu und wenn es dann noch um Kinder geht, da spricht man nicht gerne drüber, das hält man lieber von sich fern und das ist aber eben eine Wand, eine Tabuwand, die wir gerne durchbrechen wollen, weil natürlich geht es auch um Sterbebegleitung, aber es geht auch darum, den Familien, die sehr, 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 sehr anspruchsvollen Alltag haben, einfach eine Unterstützung zukommen zu lassen. Und da geht es um das Leben. Es geht darum, das Leben zu gestalten. Und natürlich wird da auch sehr viel gelacht und es wird sehr bewusst gelebt. Und das sind eben alles Dinge, die in der Assoziationskette Kinderhospiz nicht als erstes kommen, die aber wichtig sind. Und vor allem in Zeiten von Corona braucht natürlich auch so ein Verein eine finanzielle Unterstützung. Die sind durch 70%, also von 70% werden durch Spenden finanziert von dem Verein. Und das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo die ganzen Großspender, die ganzen Firmen wegbleiben und wegbrechen, ist das natürlich ein Riesenthema. Der Kinderhospizverein ist ja sehr stark, du hast es eben gesagt, getragen von einer großen Schar von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, die ja wirklich einen sehr harten Job da machen. Also Familien, dass diese familienbegleitende Arbeit, sie unterstützen Familien mit Kindern, die lebensverkürzende Krankheiten haben. Das heißt, sehr existenzielle Fragestellungen, sehr herausfordernde Arbeit. Der Kinderhospizverein unterstützt diese Familien genau an der Stelle. Das ist auch das, wofür das Geld gebraucht wird, um diesen Support auch zu gewährleisten. Aber ich möchte noch mal gern gucken, weil das ja auch ein großes Thema ist. Und hier bei mir im Laden ist es auch ein Zettel an der Wand. Wie schaffen wir es, Menschen zum Ehrenamt für das Ehrenamt zu begeistern? Und gerade auch eine Rückmeldung war in Zeiten von Corona, wo wir uns weniger treffen konnten, es auch schwieriger ist, Menschen direkt zu treffen und auch zu begeistern, sich ehrenamtlich, also über das hinaus, was sie in ihrer Arbeit machen, zu engagieren. Was ist es beim Kinderhospizverein? Was aktiviert die Menschen da? Ja, ich glaube, es ist natürlich eine sehr sichtbare Not, ja, also das sind oft sehr stark behinderte Kinder, es sind manchmal auch Familien mit mehreren erkrankten Kindern, weil es oft genetische Erkrankungen sind. Da muss keiner lange überlegen, dass die einen sehr, sehr anspruchsvollen Alltag stemmen müssen. Ich weiß nicht genau, also es ist eine interessante Frage, was bewegt einen dazu? Ich glaube, es ist eine immer schnelllebigere Zeit geworden. Wir hängen, ja. Ich glaube, die Zeiten sind immer schnelllebiger geworden. Es geht sehr viel um soziale Medien, Facebook, Instagram, Sein und Schein. Ich glaube, es ist zum einen das Bedürfnis, wirklich was Echtes zu bewegen, was Existenzielles, Echtes zu machen, was Substanz hat. Das direkte Helfen. Und ich kann es gar nicht sagen. Also beim Kinderhospizverein sind es ganz unterschiedliche Menschen, die da ein Ehrenamt übernehmen. Also das sind natürlich Senioren, die die Zeit dafür haben, aber auch Studenten, die sich die Zeit dafür nehmen. Und es gibt sogar auch wirklich Ehrenamtler, die sind Banker oder Karrieremenschen, die aber einfach sagen, einmal die Woche nehme ich mir diese 3 Stunden und schaffen ja auch einen Ausgleich und mach was gar nichts mit meinem eigenen Tellerrand zu tun hat.
Und das finde ich super spannend. Also wenn Gesellschaft so funktionieren kann, das rührt mich immer wieder total an. Also ne, das sind ja, es sind ja auch nicht, möchte ich vielleicht nochmal dazu erklären, weil nicht jeder hat eine Vorstellung von der Arbeit des Kinderhospizvereins. Es gibt eben ambulante Dienste, die Ehrenamt der Schulen, die in die Familien gehen. Also das findet nicht alles im Hospiz statt, sondern es ist eine ganz persönliche familiäre Begleitung, wie du eben gesagt hast. Es kann vielleicht auch das Geschwisterkind betreffen, was oft zu kurz kommt, wenn ein stark erkranktes Kind in der Familie ist. Und dieses individuelle Helfen, ja, ich glaube, das ist in uns drin. Und ja, deshalb gibt es auch immer wieder Menschen, die auf ihrem Lebensweg dahin kommen, zu sagen, ich möchte das machen. Ja, und ich glaube auch gerade, das weiß ich aus der Hospizarbeit aus den Niederlanden, die in den Quartieren halt Sterbehäuser quasi mit einer geringen Zimmerzahl ausstatten und die rein ehrenamtlich betreut werden. Die Menschen, die dort zum Sterben hingehen, und die haben eine sehr hohe Nachfrage von Ehrenamtlichen, also viel mehr Ehrenamtliche, als sie halt dort auch einsetzen können. Ich glaube, ein Hinweis ist zu sagen, Ehrenamt funktioniert vor allem da auch gut, wo die Not groß ist. Das hast du ja auch gerade gesagt, wo es existenziell ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich auch was bewirken. Also, dass ich merke, es tut dem Gegenüber gut, es ist unmittelbar. Und was mich da auch eben sehr positiv stimmt, was du auch gesagt hast, ist, dass es durchaus Menschen gibt, die da gesellschaftlichen Auftrag für sich sehen, auch eine Verantwortung, gerade in diesem Bereich auch Gesellschaft mitzugestalten, durch einen Dienst, der auch nicht so eins zu eins professionell abgedeckt werden kann, sondern der eben zusätzlich noch Hilfe gibt, neben dem, was professionelle Menschen ohnehin schon tun. Und das stimmt mich sehr positiv, weil ich glaube, wir brauchen genau dieses Zusammenwirken von Menschen, die sich einsetzen, engagieren, da wo Not ist, da wo Bedarf ist. Und so funktioniert Gesellschaft. Wir haben das in der Bleiberger Fabrik, und damit gehe ich auch wieder zurück auf unser Ausgangsthema. Es ist auch eine ganz wichtige Stütze, sehr ungewöhnlich für eine Kultureinrichtung, dass es da eben junge Menschen gibt, die auch sagen, ich habe hier so viel mitgenommen für meine Entwicklung, was du ja auch dargestellt hast an deinem Lebensweg. Das möchte ich zurückgeben. Das ist etwas, was ich von ganz vielen unserer Ehrenamtlichen gehört habe. Ich werde hier ehrenamtlicher Teamer, weil jetzt kann ich die positive Erfahrung, kann ich auch weitergeben an die nächste Generation. Und das würde ich mir wünschen, dass wir davon mehr in dieser Gesellschaft haben, weil ich glaube, das macht unsere Gesellschaft wertvoll, das macht Leben wertvoll, das macht Zusammensein wertvoll und schafft eben auch mehr, als dass wir einfach nur zusammen sind. Das ist ein besonderer Wert, den wir dadurch schaffen können. Und es wäre schön, wenn Menschen wie du und ich weiterhin aktiv sein können, um mehr Menschen zu begeistern für diese Arbeit, für diese Haltung auch, für diese gesellschaftliche Haltung. Und ja, konkret auch an dieser Stelle für den Kinderhospizverein eintreten, nicht nur finanziell, nicht nur durch ihre Zeit, die sie geben, sondern vielleicht auch finanziell, wofür du eben als Botschafterin auch stehst, jetzt in Zeiten, wo eben Firmen auch nicht mehr so großzügig in ihrer Spendenbereitschaft sind, da eben auch persönlich, wenn es möglich ist, etwas abzugeben, um anderen eben einen Mehrwert zu verschaffen. In diesem Sinn, mit diesen tragenden Worten zum Schluss, bedanke ich mich sehr bei dir für dieses wirklich sehr breite und intensive Gespräch über ein Thema, was auch nicht ganz einfach ist. Aber ich denke, wir konnten da auch nochmal die Botschaft vermitteln, was in Bereichen passiert, wo wir nicht so hingucken. Der Kinderhospizverein ist hier in Aachen auch sehr aktiv. Und gerne stelle ich den Kontakt auch her für Menschen, die dort sich engagieren wollen, sei es durch ihre Zeit oder durch einen finanziellen Impetus. Und herzlichen Dank, Jasmin. Ich überlasse dir das Schlusswort, weil ich sicher bin, du wirst noch mal ein raushauen zum Schluss für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ich verabschiede mich schon mal bei Kolben will's wissen und sage Danke und gebe das Schlusswort an Jasmin Schwiers. Okay, also dann möchte ich auch kurz noch mal was zu deiner Partei sagen, für die du ja antrittst, nämlich über die Grünen. Ich saß neulich in einer Fernsehsendung mit dem Meteorologen Sven Plöger,
der ja auch das Wetter ansagt. Und habe mich mit dem nach der Sendung noch länger über den Klimawandel unterhalten und habe ihn gefragt, ja Mensch, Klimawandel, wir haben jetzt andere Probleme, wir haben Corona. Und der hat mir gesagt, Corona, was uns jetzt alle so in Atem hält, ist ein Furz gegen das Problem, was eigentlich auf uns zurollt. Das ist vergleichbar wie ein Wassertropfen, der vom Himmel fällt, über den man sich ärgert, während man sich von hinten, während man einen Tsunami auf sich zurollen sieht. Und deshalb bin ich wirklich begeistert, dass du gerade für diese Partei an den Start gehst. Ich glaube, da muss ganz, ganz viel getan werden. Und du, meine liebe Sibylle, und ich kann es wirklich beurteilen, bist das Beste, was Aachen passieren kann. Ich drücke dir ganz, ganz, ganz doll die Daumen, dass das was wird. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, ein ganz großer. Und fürs Klima müssen wir es jetzt tun. Das habe ich eben noch gesprochen mit Leuten aus dem Runden Tisch Klimanotstand. Wir müssen jetzt ganz mit aller Kraft müssen wir daran, sonst schaffen wir das nicht. Das ist total wichtig. Ja. Und das machen wir. Dafür setzen wir uns weiter ein. Ich danke dir. Ich danke. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ich drücke die Daumen.